So. Sei mir gegrüßt, Murasaki. Hast du dich an die Fertigung dieser Geil-Rüstungsteile bereits etwas gewöhnt? Ja, das freut mich zu hören. Dann wird es vielleicht langsam Zeit, dein neu erlerntes Können auf die Probe zu stellen. Mit einer Auftragsarbeit für einen Kunden. Es geht um die Anfrage eines gewissen Samurai, die mich vor kurzem erreichte. Ich werde sie dir und Blanstü überlassen. Nichts lieber als das. Wo finden wir diesen Samurai? Wir haben verabredet, uns am Tenkonto zu treffen. Der Samurai trägt den Namen Gyosei. Hört euch seine Wünsche an und schmiedet dann etwas, das ihnen entspricht. In Ordnung, das kriegen wir hin. Murasaki, lasst uns direkt mal bei diesem Gyosei vorbeischauen. Der Name sagt mir was. Ja, manche NPCs sind ja... Warum gehe ich zu Fuß dahin? Gyosei? Ja, da bin ich. In der Tat, warum fragst du? Ihr seid Schüler von Meister Fugetsu? Verzeiht meine Unhöflichkeit. Aber darf ich fragen, wie viel Erfahrung ihr als Schmiede schon gesammelt habt? Ihr seid gerade erst aus Eosee hier eingetroffen, um die fernöstliche Schmiedekunst zu lernen? Ich verstehe. Aber wenn der ehrenwerte Fugetsu höchst selbst sein Vertrauen in euch setzt, dann will auch ich dies tun. Was ich brauche, ist ein Kopfschutz. Für einen Schaukampf. Ein Schaukampf? Was genau dürfen wir darunter verstehen? Die fähigsten Krieger der Stadt demonstrieren dabei ihr Können mit dem Katana. Vor allem, was in Kugane Rang und Namen hat. Den besten wirken noch hoch dotierte Posten in der Administration. Weshalb viele ihr Glück bei den Schaukämpfen versuchen. Ein Moment, der das Leben entscheidend verändern kann, wie werter Gyosei, verlasst euch dabei ganz auf uns. Wir sorgen dafür, dass die Weichen eurer Zukunft auf Erfolg stehen. Welch ermutigende Worte! Meister Fugetsu wählt seine Schüler wahrlich mit Bedacht. Wir sollten ebenfalls einen Wettkampf veranstalten, Murasaki. Lasst uns sehen, wer von uns den Vorstellungen von Gyosei am nächsten kommt. Deine Intuition als Plattner gegen meine. Ich werde versuchen, Meister Fugetsu davon zu überzeugen, dass auch ich kreativ arbeiten kann. Vielleicht hört er dann endlich auf, mir lediglich Grundlagen beizubringen und hilft mir, meinen eigenen originellen Stil zu finden. Und Materialien können wir sicher wieder Unryu bitten. Bitte habt ein wenig Geduld, werter Gyosei. Unsere Werke könnt ihr im Kokajiya Pier 1 besichtigen, sobald sie fertig sind. Sehr wohl, ich kann es kaum erwarten. Hatte ich da gerade ein Disconnect-Symbol? What the?
Planstyr hat mir von eurem Werkstatt eine Wettstreit erzählt. Murasaki. Diese Schaukämpfe sind sicher neu für dich, oder? Ich kann mir vorstellen, dass du gar keine richtige Vorstellung davon hast, was man dort am besten trägt. Warum holst du dir nicht erstmal etwas Inspiration? An deiner Stelle würde ich mich bei dem Krieger der Shinsengumi erkundigen, der euch schon mit den Kotegräte geholfen hat. Er hat selbst bereits an den Schaukämpfen teilgenommen und kann dir sicher wertvolle Tipps geben. Außerdem gibt es da noch einen Händler im Rakusa-Bezirk, der Spezialist für Rüstung ist. Der hat schon zahlreiche Kopfschützen gesehen und weiß, worauf es ankommt. Sobald du eine klare Vorstellung von dem hast, was du anfertigen möchtest, kannst du dich wieder bei mir melden. Das war gerade unnütz. Rakusa-Bezirk, also wieder der Bezirk. Tritt heran. Womit kann ich dienen? Ein Kopfschutz für die Schaukämpfe? Suchst du? Da hat jeder so seine eigenen Vorstellungen, aber mit einer Maske machst du sicher nichts verkehrt. Du hast die Wahl zwischen einer Halbmaske oder Kinn- und Wangenbereich oder eine Vollmaske für das ganze Gesicht. Selbst bei den Schaukämpfen kann ein Schlag unabsichtlich und sprichwörtlich mal ins Auge gehen. Eine Maske schindet Eindruck und bietet gleichzeitig Schutz. So schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Schülerin von Fugetsu, die wegen der Kote hier war. Ist dir ein gutes Paar gelungen? Aha, diesmal geht es also um einen Kopfschutz für die Schaukämpfe. Wie du ja sicher weißt, setzt der gesamte Stadtadel dort auf den Ring. Da ist etwas Edles und Schlichtes meines Erachtens die beste Wahl. Eine Maske zum Beispiel, die gute Sicht erlaubt, gleichzeitig aber auch das Gesicht schützt und Kampfwillen demonstriert. Eine Maske. Wir erinnern uns an, hier, Ghost of Tsushima. Ich habe da nie eine Maske getragen. Glaube ich. Doch am Schluss waren da gescheite Masken.
Und? Weißt du jetzt, was du anfertigen möchtest? Eine Maske und Kinn, die Kinn- und Stirnstütz, sagst du? Dann lass mal eben sehen, was du dafür brauchst. So, damit sollte es gehen. Hier bitte. Wenn es nicht auf Anhieb klappen will und wir dir die Materialien ausgehen, kannst du dir gerne Ersatz bei mir holen. Die fertige Maske zeigst du einfach Fugetsu. Ah, das brauche ich dir ja nicht, so sicher nicht zu sagen. Franztür hat mir von eurem Wettstreit erzählt. Eine gute Idee, sich gegenseitig zu Hochleistungen anzuspornen. Bist du denn fertig mit deinem Werk? Seht her, du hast also einen Sohn angefertigt. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, für welches Stück sich Gyosei entscheiden wird. Welches ist denn von mir? Oh, sind das die Kopfschütze für mich? Ganz genau. Wer welchen angefertigt hat, verraten wir natürlich nicht. Sucht euch einfach den aus, der euch am besten gefällt. Lasst mich mal sehen. Ja, genau so hatte ich mir das vorgestellt. Der soll's sein. Welcher denn? Diese Maske hier. Wie bitte? Die schlichte Maske und nicht der prunkvolle Silberschlangen-Kabuto? Aber der Helm würde euch doch viel besser schützen. Aber, und das ist das, worauf es fast schon immer ankommt in diesem Spiel, die Beweglichkeit. Obwohl, das Ding schützt schon ganz gut. Ja, außerdem habe ich eigens die silberne Schlange eingearbeitet, die doch hier bei euch als Glücksbringer gilt. Das Design ist ausgefallen genug, damit ihr aus der Menge hervorstecht. Die Schaukämpfe sind, wie der Name schon sagt, Kämpfe zur Schau. Da kommt es auf die Schutzfunktion gar nicht so an. Außerdem wäre es ein Affront gegenüber den hohen Herrschaften, sich auffälliger als sie zu kleiden. Eine Maske als Zeichen des Kampfwillens ist da genau richtig. Aber ich. Genug, Planstür. Der Kunde hat seine Wahl getroffen. Das war es doch, was du wolltest. Außerdem glaube ich, dass du da etwas Grundlegendes missverstehst. Und zwar, was die Kabutos angeht. Du meinst, dass der exotische Helm, den du zur Himmelswende gesehen hast, den Wunsch in dir geweckt hat, ebenfalls einen originellen Stil zu entwickeln, nicht wahr? Du scheinst das Konzept von Originalität aber noch nicht so ganz begriffen zu haben.
Die Kabutus für die Himmelswende haben das Ziel, die jeweiligen Tierkreiszeichen in Eorzea bekannt zu machen. Ihre Form dient dem Zweck, Neugierde zu wecken. Auf ausdrücklichen Wunsch der Minister habe ich deshalb immer etwas dicker aufgetragen. Die Helme spiegeln bei weitem nicht meine eigenen Vorlieben wider. An sich hast du nichts falsch gemacht. Der Kabuto sieht aus, wie ein Kabuto aussehen sollte. Die Schlangenverzierung ist mit viel Liebe zum Detail angearbeitet worden und selbst unsere Schrift hast du mit in den Entwurf einfließen lassen. Aber wenn der Kunde mit diesem Stil nichts anfangen kann und auch die Funktion seiner Erweiterung nicht entspricht, dann muss ich dir leider sagen, so schwer mir das auch fällt, dass du dein Ziel verfehlt. Da hast du wohl recht. Ich habe mich blenden lassen von überzeichnetem Schein, den ich für künstlerischen Ausdruck hielt. Es scheint, als hätte ich einmal wieder das Wichtigste aus den Augen verloren, meine Kundschaft. Ich danke dir, dass du mir das in Erinnerung gerufen hast, Meister Fugetsu. Ich hoffe, du bist meiner nur nicht überdrüssig und wirst mit mir mit deiner Weitsicht den Weg weisen, auf dem ich meine Unzulänglichkeiten hinter mir lassen kann. Ah, natürlich! Es wäre ein herber Verlust für die Welt der Schmiedekunst, dein Talent ins Leere laufen zu lassen. Entschuldigt, dass ihr das mit anhören musstet, werter Yosei. So, nehmt nun diese Maske von Murasaki. Möge sie euch Glück im Kampf bescheren. Wir alle wünschen es euch. Ich danke euch. Ich will mir die Leidenschaft eurer beiden Schüler zum Vorbild nehmen und mich diesen wunderschönen Kopfschutzes bei den Schaukämpfen als würdig erweisen. Wenn ihr mich jetzt bitte entschuldigt. Oh. Übrigens, letzte Quest, ne? Geht hier zügig voran. Grüß dich, Murasaki. Wie ist es dir ergangen? Ich habe die Zeit nicht ungenutzt verstreichen lassen und Meister Fugetsu weiter fleißig bei der Arbeit zugesehen. Dabei habe ich ganz schön viel gelernt. In der Tat, ich glaube nicht, dass ich dir noch sehr viel mehr beibringen kann. Und du, Murasaki, ist es dir gelungen, dir die hiesigen Techniken zu eigen zu machen? Ha, das hört man gerne. Entschuldigt, dass ich einfach so in euer Gespräch hineinplatze, aber ich wollte mich vor meiner Abreise noch einmal für die Hilfe mit der Summe bedanken. Abreise? Wie meint ihr das? Nun, das ist so. Bei den Schaukämpfen habe ich einen guten Eindruck hinterlassen. Was nicht zu kleinen Teilen auch eure Hilfe zu verdanken ist. Man hat mir einen Posten in einem Daimyat zugeteilt. Eine Auszeichnung, die mich sehr ehrt. Ich werde Kugane schon bald verlassen. In der Region wimmelt es von Banditen, die Bevölkerung drangsalieren. Mein Schwertarm wird dort dringend gebraucht. Eine Beförderung? Aber das ist ja wunderbar! Nicht wahr? Die Sache scheint zu eilen, aber könnt ihr euren Aufbruch vielleicht noch etwas hinauszögern?
Euer Auftrag hat mich viel gelehrt und ich würde mich gerne erkenntlich zeigen mit einer Rüstung, die ich euch auf den Leib schneidere. Das ist überaus gütig. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Doch leider kann ich das Schiff nicht zwingen, auf mich zu warten. Die Abfahrt ist schon bald. Oh, das ist aber schade. Du wirst mir helfen. Danke. Dann schaffen wir es doch vielleicht doch rechtzeitig. Wie selbstlos von dem Murasaki. Besten Dank. Lass uns direkt mit den Vorbereitungen beginnen. Ich warte draußen auf dich. Wir werden die Rüstung ganz sicher vor eurer Abfahrt fertigstellen. Bitte macht es euch in der Schmiede bequem. Gerne. Auf euer Wort. Ich schließlich verlasse. Murasaki, ich habe da so eine Idee. Können wir uns draußen um Pierre mal kurz unterhalten? Ich habe mir schon überlegt, womit wir Gyosei eine Freude bereiten können. Riesige Rüstungen sind hübsch gearbeitet und bieten große Bewegungsfreiheit, aber so hieb- und stichfest wie ein limsischer Plattenpanzer sind sie nicht. Will er jetzt beides vereinen? Der eigene Stil ist ja was Eigenes, ne? Und da kombiniert man ja alles, was man so gelernt hat, in seine Sachen. Das heißt, er macht jetzt wahrscheinlich die limsische mit der kuganischen Herstellungsart. Also es ist, ja. So wie Gyosei das gerade dargelegt hat, ist sein neuer Posten nicht gerade ungefährlich. Ich würde unserem Samurai daher gerne eine Rüstung schmieden, die optisch den hiesigen Traditionen entspricht, gleichzeitig aber den Schutz eines Plattenpanzers bietet. Was, wenn du die Limsa Hara AT anfertigen könntest, übernehme ich den Kopf- und Armschutz. Was den Helm anbelangt, habe ich schon eine ziemlich genaue Vorstellung. Etwas, das sehr gut zu Gyosei passen wird. Die Materialien können wir uns wie immer bei Unryu besorgen, denke ich. Es bleibt nicht viel Zeit, also zack, ab ans Werk. Ich habe ein bisschen geforscht, wo dieser Gyosei herstammt und was er so für ein Typ ist. Daher bin ich mir ziemlich sicher, dass ich ihm etwas ganz Besonderes auf den Leib hämmern kann. Was gibt's? Kann ich irgendwas für dich tun? Eine Limsa Hara AT, sagst du? Lass mich mal sehen. Was könnte man dafür wohl brauchen? Damit müsste es eigentlich gehen. Versuch mal dein Glück. Wenn dir zwischendurch die Materialien ausgehen sollen, ja, du weißt schon, nicht? Ein Limsahara AT. Ich bin mal gespannt. Ohohoho, war das knapp.
So, fertig. Ich habe eine Menge über Gyoseis Hintergründe herausfinden können. Wie sieht's bei dir aus? Warst du erfolgreich? Ha! Besser hätte ich es selbst nicht machen können. Ausgezeichnet, Murasaki. Ich bin ebenfalls fertig. Wir sollten Yosei die Sachen direkt zur Anprobe geben. Auf zum Kokajiya! Ich bin gespannt, was Gyosei zu der Rüstung sagt und wie er darin aussieht. Alter, wie cool. Ich hoffe, diese Rüstung kann man selbst. Erstellen oder so. In so kurzer Zeit etwas so Hochwertiges herzustellen, ihr seid wahrlich unschlagbar. Und dann auch noch unser Familienwappen zu berücksichtigen. Dieser stolze Kabuto gereicht, mein Ahn zu ehren. Zu Ehre. Dann haben sich meine Nachforschungen ja ausgezahlt. Als ich hörte, dass der Hase bei euch ein Zeichen für Wohlstand und ein langes Leben ist, dachte ich mir, der wäre zur Ausschmückung genau das Richtige. Er wird mit Gyosei sicher auf dem Schlachtfeld ein treuer Weggefährte sein. Und seine Kameraden ein Wegweiser in den Wirren des Kampfes. Seine Freunden wird er Mut einflößen. Ich brauche nämlich noch eine Rüstung für meinen Samurai. Und seinen Feinden Respekt. Genau das ist es, was einen guten Kabuto auszeichnet. Wie ich sehe, habt ihr bei dieser Rüstung auf Lamellen verzichtet und stattdessen nach eoseischem Prinzip gearbeitet. Was hat euch dazu veranlasst? Es ist euch gelungen, die Stabilität eines limsischen Plattenpanzers mit der Leichtigkeit einer Samurai-Rüstung zu kombinieren. Ein Malmenstein für das Schmiedehandwerk und was für ein ansehnlicher. Ich würde mich ja gerne in Ruhe bei euch erkenntlich zeigen, doch ich fürchte, ich muss langsam los. Ich werde meine Schuld begleichen, indem ich meine Feinden mutig entgegentrete. Und die Bevölkerung vor den Banditen beschütze. Schon bald werden alle Räuber die Flucht ergreifen, wenn sie diese Rüstung nur von weitem sehen. Das verspreche ich euch. Sehr schön. Ich glaube, jetzt kann ich ruhigen Gewissens nach Limsa zurückkehren. Meister Fugetsu, wie kann ich das je zurückzahlen? Oh, da fiel mir in der Tat was ein. Könntet ihr mir vor eurer Abreise vielleicht zeigen, wie ihr die Metallplatten für Gyoseis Rüstung so leicht und geschmeidig bekommen habt. Ich glaube nämlich, dass in dieser Technik noch sehr viel Potenzial steckt. Ha! Er hat ja nicht die limsischen Techniken drauf. Aber sicher, das mache ich doch.
Gerne. Wie ich dich kenne, hast du bestimmt noch viel zu tun, Murasaki. Überlass das getrost mir. Ich stehe eh viel tiefer in Meister Fugetsus Schulter als du. Das ist eine gute Möglichkeit, zumindest einen Teil davon zu begleichen. Nur eine Bitte, Murasaki. Könntest du Nanza von mir ausrichten, dass ich noch eine Weile hier bleibe? Sonst macht sie sich wieder Sorgen. Ja, dann gehen wir zu Nanza und sagen Bescheid. Also Buddha, wir sind fertig. Und der Blastür bleibt noch. Wo bleibst du? Der Name ist so schwierig, sich zu merken. So. Da bist du ja endlich wieder, Murasaki. Es kommt mir wie eine halbe Ewigkeit vor. Und? Hast du Blanstyr in Kugane getroffen? Geht es ihm gut? Ja, das passt zu ihm. Er wird uns bis zu seiner Rückkehr schmerzlich fehlen. Aber gegenseitiger Austausch ist wichtig. Für unser Handwerk. Ich stehe da voll hinter ihm. Ich bin schon gespannt, wie er unsere Techniken mit den des fernen Ostens verschmilzt. Vielleicht hilft uns das ja, völlig neuartige Rüstungen herzustellen. Das war ja auch sein Plan. Das wäre ein wertvoller Impuls für unsere Gilde. Ein Aufbruch zu neuen Ufern der Plattnerkunst. So wie einst die Metallurgie im Austausch mit den Kobolden gedieh. Sind es nun vielleicht unsere Freunde im Fernen Osten, die uns einen neuen Weg weisen? Es klang, als hätte dir Blanstyr in Kugane einiges an Arbeit bereitet. Doch vorerst tröste ich mich mit dem Gedanken, dass es vermutlich selbst du einiges dabei gelernt hast, auch wenn du uns alle bereits um Längen übertriffst. Ich muss mich wirklich mit meinen eigenen Forschungen ranhalten, wenn ich nicht völlig ins Hintertreffen geraten möchte, was? Mal sehen. Vielleicht kann ich dich ja beim nächsten Mal mit etwas überraschen. Ich werde mein Bestes geben. Ach ja, so. Ich glaube, ich wechsle gleich mal die Kappe. Bam! Ich hatte ja eigentlich gedacht, ich würde noch zwei Level machen. Haha, am Arsch. Ein Level hat's gereicht. Aber wir brauchen nur noch zwei Level. Oh. Nice, dann hätten wir diese Questreihen auch beendet.